Leipziger Opernball gefeiert. Glamour in der Messestadt. Beim 21. Leipziger Opernball liefen wieder zahlreiche Promis in schicker Robe über den Teppich. Unter dem Motto Shalom Israel wurden 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen gewürdigt. Wir haben als Künstler, wir haben mit unserer Kultur die engsten Beziehungen zu Israel. Unsere Kultur basiert auf der jüdischen Kultur. Wir haben viele Kontakte zu Israel und insofern bietet sich das von selber an. Für einige der prominenten Gäste war es nicht der erste Opernball in Leipzig. Sie sind auch in diesem Jahr gern der Einladung zu der opulenten Veranstaltung gefolgt. Ich war schon öfters hier. Ich finde das eine ganz, ganz lustige Stadt. Also die Menschen sind sehr nett, was man immer so gar nicht glaubt. Man denkt immer Leipzig, Aber ich hab mich immer hier ganz wohl gefühlt, ja. Wir sind eingeladen und waren letztes Jahr zum ersten Mal hier und sind gerne wiedergekommen, weil es echt ein guter Abend war. Und ist für uns mal was ganz anderes, ja, sonst nicht so unser Ding. Ich war vor vielen Jahren zu meiner Buchvorstellung zum ersten Mal da. Das war 2004, glaube ich. Und finde es ganz, ganz toll, wie sich die Stadt entwickelt und wie sie immer schöner wird und properer wird. Und es ist einfach richtig schön. Ja, selbstverständlich. Ich war in Leipzig schon einige Male, um in Clubs aufzulegen. Aber Leipziger Oper ist für mich neu und ich freue mich sehr. Schauen wir mal. Es ist eine wunderbare Stadt. Kultur, Politik, alles hervorragend. In dieser etwas schwierigen Zeit, kompliziert mit diesen Flüchtlingen. Und dieser Opernball ist für mich fast ein Symbol für diese Welt, in der wir leben. Frieden. Die Hoffnung auf Frieden. Der Leipziger Opernball bot auch Raum für den guten Zweck. Der Stiftung Leipzig hilft Kindern kam der Erlös einer Tombola zugute. Die rund 2200 Gäste des Balls feierten und tanzten noch bis tief in die Nacht.